begrüße euch ganz herzlich zum Live-Jam im Objekt Klein A. Ihr seht und hört schon, das ist alles noch so ein bisschen mystisch und sphärisch. Wir sind hier im Objekt Klein A, wir sind hier beim Dave Festival und wir sind hier, glaube ich, in der nerdigsten Veranstaltung des gesamten Festivals. Ich würde jetzt mal direkt einen der Hosts ansprechen, der bestimmt jetzt nicht angesprochen werden möchte, weil er gerade noch wild in seinem Rechner sucht. Genau, das wird uns heute noch ein paar Mal passieren. Dann gehen wir doch einfach mal zum nächsten. Das ist der Kabuki. Hallo. Und Kabuki ist heute hier beim Live-Jam mit was für einem Setup? Das ist meine kleine Reisebox. Wenn ich mit dem Rucksack im Zug unterwegs bin, dann ist das das Setup. Da habe ich verschiedene Klangerzeuger und kann auf jede Situation eigentlich so ein bisschen reagieren. Hast du dir einen Plan gemacht vorher? Also ich spiele oft in so improvisierten Settings, von daher ist es schon, dass ich so verschiedene Techniken entwickelt habe über die Zeit, mit denen ich arbeite, und da bin ich immer auf alles vorbereitet. Ja, wir werden ja nochmal ein bisschen weitergehen und mal gucken, was ihr heute noch hier anstellt. Ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt erstmal noch ein bisschen an, was hier passiert, dann kann sich auch Olli noch so ein bisschen vorbereiten und dann gucken wir uns den nächsten an. Ich habe hier den Erik und Erik verkörpert so ein bisschen die zweite Welt des Live-Jams, weil das Ganze ist nicht nur, also die Kabel sind ja schon
Absolut beeindruckend. Was wir hier im Hintergrund sehen, sind Visuals. Und Erik erklärt mir ganz kurz, wie das funktioniert, dass man Visuals live zusammen macht. Ja, also dazu zu sagen ist, dass wir heute zu zweit sind. Also nicht nur ich, sondern auch ein Kollege von mir ist mit dabei. Und der ist tatsächlich richtig crazy unterwegs, auch in zwei Welten. Zum einen macht er seine Visuals durch Code, also er programmiert wirklich und nutzt da mathematische Funktionen und ist da ein kleiner Crack so in der Sache, würde ich sagen. Und zum anderen ist er auch mega abgefahren unterwegs. Er schleift das Ganze noch durch analoge alte Videomischer und Geräte. Und ja, damit kann man halt solche abgefahrenen Sachen dann produzieren. Und dazu kommt natürlich die Komponente, dass wir uns auch noch auf die ganze Musik einstellen und wirklich quasi das, was hier musikalisch passiert, versuchen visuell umzusetzen. Wie funktioniert das? Ich habe jetzt hier nur einen Bildschirm, also so eine Screen-Projektion. Ihr seid zu zweit. Wie arrangiert man sich da? Also wir spielen uns da einfach so ein bisschen die Bälle zu. Wir haben zwischen unseren zwei Rechnern oder zwischen unseren zwei Outputs auch nochmal eine Art Mixer und stimmen uns da einfach ab. Jeder spielt mal ein bisschen und zum Schluss werden wir einfach noch ein bisschen zusammenspielen. Und dann müssen wir uns quasi nicht nur auf die Musik einlassen, sondern auch noch auf uns beide. Das heißt, Visuals funktionieren also genauso wie DJing. Dann können wir uns auch das nächste Mal einfach zu einem Back-to-Back treffen? Vom Prinzip ja. Es ist auf jeden Fall möglich, ja. Geil, das gucken wir uns noch ein bisschen an. Dann komme ich auch später nochmal in euer Pult und gucke mir an, was das mit dem Code auf sich hat.
So, wir gehen jetzt mal zu jemandem, den ich das letzte Mal ein bisschen damit aufgezogen habe, dass er so wenig Kabel dabei hatte. Wir gehen jetzt mal zu Tesla Coil, der ganz nebenbei ein grandioses Dave Opening gespielt hat. Er war quasi der erste Act bei der ersten Veranstaltung dieses Jahr im kleinen Haus und hat ein grandioses Live-Act-Set gespielt. Und ich versuche ihn mal anzusprechen. Hi. Hi. Du warst das letzte Mal, letztes Jahr habe ich dich so ein bisschen damit aufgezogen, dass du so wenig Kabel dabei hattest. Diesmal hast du so richtig aufgestockt. Erzähl mal was über dein Setup. Ja, ich konnte mich heute nie entscheiden, deswegen habe ich alles mitgebracht oder einiges. Das geht mir mit meinen USB-Sticks immer so, wenn ich auf den Gig gehe. Würde ich auch gern, aber geht leider nicht. Und von daher, ich wollte mal ausprobieren, was heute hier passt. Deswegen mal schauen, aber bis jetzt haben wir uns scheinbar noch nicht richtig eingegroovt. Ich hoffe mal, das kommt jetzt gleich noch. Naja, von außen betrachtet klingt das eigentlich ganz okay. Kannst du, also ich versuch's mal. Wie würdest du meiner Oma oder meinem Opa erklären, was du hier auf dem Tisch hast? Kabel. Ja, das hätte ich sogar meiner Oma erklären können. Dann gehen wir gehen mal zum nächsten. Ich finde das nämlich ganz spannend, wenn wir jetzt gerade hier Tesla Coil gehabt haben. Haben wir hier das nächste Setup, das ist ein Streichholzschachtel-Setup. Und ich muss mal ansprechen, ganz kurz, du hast ein mega spannendes Setup, weil du hast im Vergleich zu Tesla Coil, ich kann das die Kamera mal zeigen, hast du ja eigentlich fast ein Streichholzschachtel-Setup, oder? Erzähl mal, wie kommt das, dass du hier nur Zigarettenschachteln dabei hast und Tesla Coil so ein riesen Setup? Du kannst trotzdem hier mitspielen. Ja, ich glaube, es kommt eher ein bisschen darauf an, wie man damit umgehen kann, wie man die Geräte kennt. Und bei mir sind es eher kleinere. Ich bin auch viel unterwegs und da muss das alles in den Rucksack passen. Und deswegen habe ich gern die kleinen Geräte, aber die können auch viel Krach machen. Jetzt musst du nochmal deinen Namen sagen. Sebastian. Hast du auch einen Künstlernamen? Scherbe. Oder auch Fanta Flowers oder auch Puder Polly, ja. Du warst letztes Jahr mit einem abgefahrenen Keyboard da, glaube ich. Nee, ich war letztes Jahr mit einer Handy-App einfach nur da. Stimmt, mit einer Handy-App. Stimmt, Scherbe ist in Erinnerung geblieben mit einer Handy-App. Ja, da habe ich noch Samples gemacht hier im Sektor damals vom Jahr, kurz vor dem Beginn. Und habe die dann so ein bisschen abgefeuert. Ein bisschen abgefeuert. Ja genau, wir gucken uns das noch ein bisschen an. Genau, viel Spaß, ja. Wir gucken mal weiter. We'll be right back.
Wir gucken uns jetzt mal einen ganz besonderen Gast an, bei dem ich gar nicht wusste, dass der Live-Musik macht. Ich tippe ihm mal auf die Schulter. Moin. Wer bist du? Raphael. Du bist zum Live-Jam gekommen, weil? Ich kenne hier ein paar Leute und es ist immer ganz nett, mit ein paar Leuten zusammenzuspielen auf einer großen Anlage. Und als Künstler heißt du? Raphael, einfach nur Raphael. Du spielst auch in Clubs? Bis jetzt noch nie, wirklich, nur auf privaten Partys. Na gut, das ist ja dann die beste Gelegenheit, um den bucht. Shit zu üben, ja. Oder wir buchen Raphael einfach. Das ja, ganz genau. Danke. Wir gucken mal weiter.
Und jetzt versuchen wir es noch ein zweites Mal. Ich glaube, er hat das größte Pult, er hat das beeindruckendste Pult. Ich glaube, er hat auch am meisten zu sagen. Ich spreche jetzt nochmal Olli an. Olli, willst du nochmal ganz kurz dich vorstellen? Hallo, ich bin Oliver. Auch Insect O? Ja, at V-Records, Modular-Synthesizer, Nerd, ja. Wie lange hast du heute gebraucht, dein Setup aufzubauen? Na, wir sind ungefähr seit 17 Uhr hier am Werkeln. Und du hast auch das beeindruckendste Setup. Ich habe gemerkt, dass es nicht so sinnvoll ist, euch Fragen zu stellen zu eurem Setup. Man bekommt dann eh nur Antworten, die man nicht versteht. Ich stelle dir eine andere Frage. Wenn ich so in die Runde gucke, warum stehen hier nur Jungs rum? Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir aber leider nicht beantworten kann. Also wir haben natürlich, so eine Live-Jam ist natürlich für jedermann und jeden, also hier, ne, für alle Menschen offen, unabhängig ob jetzt Frau, Mann. Es haben sich aber leider nur Männer gemeldet. Wir hätten uns sehr gefreut, wenn wir auch ein paar Frauen hier mit dabei gehabt hätten, aber... Ja, mir hat meine Künstlerin, die jetzt eigentlich gar nicht so unbekannt ist, gesagt, dass sie dazugefunden hat, weil sie einfach gesehen hat, dass eine Frau hinterm Pult stand. Sie ist DJ. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass sich vielleicht die ein oder andere, die sowieso ein bisschen einen Fetisch für Kabel hat, dafür interessiert und vielleicht nächstes Jahr sich beim Modular Jam dazufindet. Ansonsten kann man dich bestimmt auch ansprechen, wenn man irgendwie Starthilfe braucht. Genau. Also ich finde ja, wir machen beim D-Festival mal so ein paar Workshops, wo natürlich alle herzlich eingeladen sind. Wir hatten die letzten zwei Tage hier auch Workshops, wo auch einige Frauen dabei waren, die sich interessiert haben, also zum Thema VJing oder gestern eben Sonic Pi programmieren und so weiter. Also ja. Na, dann hoffen wir mal, dass wir beim Live-Jam nächstes Jahr nicht nur Jungs Nörden haben. Genau. Machen wir weiter.
Das ist so ein bisschen die Ecke, wo die Leute rumhängen. Und ich glaube, das ist auch das, was so als Visual Artist, was man am häufigsten kennt. Da ist man nämlich nicht so auf der Bühne. Und ich habe jetzt hier den Friedrich, den wir mal über die Schulter gucken. Der hat beim Dave Opening letztes Jahr Visuals gemacht im Sektor. Und der macht auf eine ganz besondere Art Visuals. Der schreibt nämlich Code. Und das ist alles so, ich mache selber so ein bisschen Visual-Kram. Was er macht, ist wirklich beeindruckend. Wir können ja mal kurz mit der Kamera da hochgucken. Da oben hängt nämlich auch eine Kamera, die er benutzt, um die Signale alle irgendwie zu verändern. Und den Rest kann er uns vielleicht gleich selbst erklären. Friedrich, dürfen wir dich kurz stören? Ja, natürlich. Was ist denn das? Das da vorne sieht da aus wie ein Faxgerät. Willst du uns ganz kurz erklären, was du hier eigentlich machst? Genau, ich mache Visuals und die Basis davon sind generative Algorithmen, die quasi immer live Figuren und Formen generieren. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Analog-Setup. Da wird quasi nochmal analogen Filter oder analoge Feedback-Schleifen draufgelegt. Und Teile von den Geräten sind selber gebaut, manche sind von eBay Kleinanzeigen wieder fit gemacht. Und ich habe halt geschafft, so dieses Digitale und das Analoge hier zu verbinden. Okay, das sieht aus wie so eine Überwachungskamerasteuerung. Das ist jetzt tatsächlich nur ein klassischer Videomixer, der verschiedene Eingänge hat und man kann zwischen Eingängen wechseln. Aber ich habe als ein Input-Signal auch so eine Kamera, genau. Da kriege ich einfach ein bisschen die Bewegung der Performer hier mit und kann die mit einfließen lassen. Abgefahrener Typ. Wir gucken dir noch ein bisschen weiter zu und hören den Jungs beim Musikmachen zu. Ich habe in ganz galanter Thomas Gottschalk-Manier mir nichts anmerken lassen, aber jetzt klopfe ich nochmal dem Richtigen auf die Schulter. Ich habe nämlich vor uns Raphael ein bisschen verwechselt, aber ist auch gut. Ich habe Raphael kennengelernt, der offensichtlich auch
echt fette Musik macht, weil jetzt gerade groovt so ein bisschen und jetzt stürmen wir mal den Franz. Franz, ich bin total überrascht, dass du da bist. Ich auch. Man muss dazu sagen, dass Franz eine besondere Person ist. Das Dave Festival und das Fat Fenders ist eng verknüpft und mit dem Fat Fenders ist der Fab eng verknüpft und ich habe Franz jetzt erst vor kurzem kennengelernt. Er hat im Sektor ein Opening gespielt, ist grandioser Drum-Bass-DJ. Wahrscheinlich spielst du alles Mögliche, aber ich habe ihn als Drum-Bass-DJ kennengelernt und heute gelernt, dass er auch Modularmusik macht. Seit wann machst du das? Seit wann? Seitdem ich denken kann, mache ich Musik. Seit wann kannst du denken? Also ich denke mal so seit, weiß nicht. Nee, ich hab mit Klavierspielen sehr früh angefangen und irgendwann bin ich durchs Auflegen natürlich auch zum Musikproduzieren gekommen und mach das einfach sau gerne. Was hast du für ein Setup mit? Ich habe heute ein Mikrokork mit, Chaospad, ein altes, aber funktioniert sehr gut. Und noch ein kleines Effektgerät dazu. Also Chaospad kenne ich auch. Wenn ich da jetzt drauf passe, hört man davon was? Noch nicht, nur wenn es scharf gestellt ist. Kann ich mal was machen, was man hört? Ich glaube, ich höre, was ich da mache. Krass! Ich habe bei Modularstämmen mitgespielt. Ja, noch ein bisschen Hilfe. Danke dir, Franz. Sehr gerne, ich danke dir. Geil. We'll be right back.
So, wir sind jetzt hier nochmal bei Friedrich, weil der Joshi hat mir gesagt, er hat ein wundercooles, der kann uns zeigen, wenn wir hier dran drehen, wie die Visuals aussehen. Ich frage jetzt einfach mal den Friedrich, ob ich hier mitmachen kann. Friedrich? Ja. Du musst mir jetzt, ich habe jetzt gerade schon mal Modular Jam mitgespielt, also man hat, ich habe voll mitgemacht. Kannst du mir jetzt den Knopf zeigen, an dem ich drehen kann? Ich will bei einem Visuals mitmachen. Du möchtest mitmachen, okay. Du könntest zum Beispiel an dem hier mal drehen. Ja? Was mache ich da? Den richtigen getroffen haben. Er sagt, wir müssen gucken, ob wir den richtigen getroffen haben. Genau, jetzt kannst du mal drehen. Jetzt bewegst du quasi nach links. Ach, krass. Diese Spirale. Wir bewegen die Spirale. Kannst du mir noch was zeigen? Ja, drück einfach mal den Knopf da. Jetzt kannst du auch noch mal die. Wow, krass. Genau, ja. Kannst du quasi das so kippen. Einmal kippst du es so, krass. Einmal kippst du es so. Wow. Wow. Krass. Ich habe Visuals und Mucke beim Live-Jam gemacht. Krass. Danke dir.
So, ihr Lieben, wir gucken uns das nochmal ein bisschen an. Wir haben noch eine Person, naja, fast die letzte Person, die wir noch nicht kennenlernen durften. Davon, Daniel habt ihr schon gesehen. Daniel will lieber nicht so mit der Kamera. Ich glaube aber, alle anderen wollen das auch nicht. Wir machen es trotzdem. Und ich frag dich mal, wer bist du und was machst du hier? Ich bin Felix und ich versuche mit den anderen zusammen zu jammen. Funktioniert das gut? Funktioniert ziemlich gut. Also ich finde gerade die letzte viertelhalbe Stunde groovt das zwischen euch richtig geil. Finde ich auch. Also, und das ist halt irgendwie das Geilste an so einem Jam, wenn alle irgendwie das Gefühl haben, das bockt jetzt richtig und alle irgendwie drauf einsteigen können. Wow, krass. Krass, das sind ja fast Hooklines, die man hier so hört schon. Echt nicht schlecht. Was hast du für ein Setup mit? Ich habe mir einen relativ einfachen Synthesizer ausgesucht und ein Effektgerät. Also ganz einfach nur einen einstimmigen Synthesizer. Nicht so komplex, weil gerade wenn so viele Leute da sind, das sehr schnell sehr voll werden kann. Und du spielst normalerweise für dich alleine zu Hause oder stehst du auf großen Bühnen? Ich bin der komische alte Typ mit einem Homestudio. Und für wen machst du das? Eigentlich nur für mich allein. Also ab und zu kommt auch mal was raus. Ab und zu können das auch mal andere Leute hören, aber eigentlich für mich allein. Krass. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen symbolisch für die Live-Jam, dass man hier Menschen trifft, die glaube ich viel zu wenig rauskommen, aber grandiose Künstler sind und mega geile Sounds produzieren. Und ich glaube, ich würde vorschlagen, wir lassen die Jungs jetzt noch ein bisschen in Ruhe rumgrooven. Ich höre mir das ja noch ein bisschen an. Und wenn ihr das nächste Mal noch ein bisschen mehr hören wollt, müsst ihr einfach mal hierher kommen. Die Live-Jam ist offen für alle Leute, die zuhören wollen und vor allen Dingen offen für alle Leute, liebe Mädels, die mitmachen wollen. Ich gebe zurück ins Studio. We'll be right back.